gar keine Wettbewerbe im Landhaus. Das geht nicht. Ja, wir sollten es tun. Bunnies? Was ist los? Warum platzt ihr ins Zimmer, ohne anzuklopfen? Seid ihr so hässlich, dass ihr jeden Morgen euer Gesicht bedecken müsst? Wie auch immer, Mädels. Heute Abend findet in unserem Landhaus ein Wettbewerb statt. Sie wählen das hübscheste Mädchen. Und, macht ihr mit? Oh, wir würden lieber schlafen. Müssen wir da unbedingt mitmachen? Ja, eigentlich wollen wir keine Wettbewerbe. Oh, Bunnies, ihr solltet an allen Wettbewerben teilnehmen, wenn ihr in diesem Haus wohnt. Das ist eigentlich Pflicht hier. Steht auf und macht euch bereit. Ihr habt 30 Minuten Zeit. Ich bin schockiert. Warum wir nichts von diesem Wettbewerb wussten? Komm schon, wir schaffen das. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Naja, jetzt brauchen wir noch eine Tonne Make-up, um dieses hübsche weiße Gesicht zu bedecken. Ich bin schockiert, warum wir nichts von diesem Wettbewerb wussten. Ist doch logisch. Wir wohnen noch keine 2 Wochen hier. Verdammt, ich sehe nicht gut aus für diese Misswahl. Mädels, nach der Wassermelone von gestern habe ich einen runden Bauch bekommen. Komm schon, wir schaffen das. Also Mädchen, erstens sollten wir Make-up auftragen. Ja, niemand soll ja was erfahren. Es ist an der Zeit, sich von diesen Gesichtern zu verabschieden. Ist halt nicht so einfach, Mary. Mädels, habt ihr das gehört? Heute findet ein Wettbewerb statt. Ich will nicht mit Verlierern in den Wettbewerb treten. Ja, ein Verliererwettbewerb ist einfach dumm. Wir brauchen starke Konkurrenz. So wie die Bunnies. Frogs, warum seid ihr noch nicht fertig? Na los, wir haben es den Bunnies schon gesagt, beeilt euch. Die Bunnies nehmen auch teil? Scheiße, die sind gerade erst zurück im Landhaus und schon nehmen sie am Wettbewerb teil. Ich mach nicht mit, wenn die Bunnies dabei sind. Nee, nein, danke. Denn sie haben eine Menge cooler Klamotten. Und wir haben alle unsere coolen Klamotten zu Hause gelassen. Frösche, ich verstehe nicht. Was ist das hier für ein Gezeter? Steht auf und macht euch bereit. Schneller. Oder wollt ihr schon aufgeben? Ihr habt 30 Minuten Zeit. Ihr habt 30 Minuten. Toll, was tragen wir jetzt? Auf geht's, Mädels. Wir werden unsere Garderobe durchwühlen. Browse und Julie, ihr seid ein perfektes Paar. Versöhnt euch jetzt bitte. Los. Julie, mach den ersten Schritt zum Frieden. Patrick, er ist ein Junge. Er muss den ersten Schritt machen. Nicht ich. Ich soll die Tür aufmachen, Geschenke machen, Ringe verteilen, was denn noch alles? Auch noch den ersten Schritt zum Frieden machen? Oh Mann, Leute, ihr müsst euch wieder vertragen. Patrick, sag's ihnen. Leute, ihr müsst euch wieder vertragen. Nein. Da ist es so nah dran, aber es ist nicht meins. Bald ist es wieder deins. Hallo, Leute. Hallo. 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 Helft uns dabei, dass Julie und Browse sich wieder versöhnen. Wir haben anderes zu tun. Was wirklich Wichtiges. Ikit, die gehen zum Zombiehaus? Mein Baby, ich werde dich heute wieder fahren. Dima, lass uns gehen. Wir müssen erst was machen. Zackert, siehst du? Die Mädchen wollen nicht mehr zurückkommen. Doch, das wollen sie. Nein, es ist schon Nachmittag, aber sie sollten morgens kommen. Du bist nicht mehr mit Knopper zusammen. Ich werde mit ihr zusammen sein. Sacker, du bist dumm. Was siehst du bloß in Knopper? Oh, das sind ja die Mädchen. Dima, warum versteckst du dich oder hast du es dir anders überlegt? Ich habe mich gar nicht versteckt. Dann komm hierher. Nachbarn, öffne die Tür. Oha, das sind nicht die Mädchen. Jungs, Sup, Zack, kommt mal her, wir haben Gäste. Wer ist denn da? Oha, die Footballer. Ich werde es ihnen zeigen. Beruhig dich mal, immer mit der Ruhe. Warum seid ihr hierher gekommen? Was wollt ihr? Ebenso hallo an euch. Ich bin Dima Erkostia und wir kommen aus einem bestimmten Grund. Wir möchten auch Zombies werden. Ja, genau jetzt. Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr den Verstand verloren? Hör zu, gib die Schlüssel von meinem Auto zurück. Dima, wir wollen euch beitreten. Ja, damit ich mit meinem Baby vereint bin. Leute, ich würde euch das nicht empfehlen, okay? Unser Haus ist voll hier. Wir akzeptieren keine Fremden. Ja und? Und wie können wir unser Auto zurückkriegen? Wer ist hier der Chef? Wer hat die Schlüssel zu meinem Auto? Salina! Wer ist denn da gekommen? Hast du meinen Schlüssel also? Hübsches Mädchen, kannst du die Schlüssel zurückgeben? Es ist Dimas Auto. Leute, hört auf damit. Das sind meine Autoschlüssel. Also redet mit mir. Ah, dein Auto. Das ist mein Auto. Meine Eltern haben es mir geschenkt, Dima, okay? Immer mit der Ruhe, verstanden? Also, wie ist dein Name? Salina. Und wie heißt du, Mopuchin? Kostja, was ist hier los? Wir wollen mein Auto zurückholen und nicht flirten oder so. Dima, warte. Ich bin Kostja. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Sieht aus, als hätte Salina jetzt Interesse an jemand anderem. Schön, dich kennenzulernen. Warum bist du hierher gekommen? Um meine Schlüssel zurückzuholen. Kostja, los, mach jetzt irgendwas. Los jetzt. Ich werde dir die Schlüssel nicht geben. Ich kann mit dir fahren. Ruf mich an. Aber wie ist deine Nummer? Kostja, wir sind keine Freunde mehr. Was war das denn gerade? Dima, was ist los? Sie ist ein hübsches Mädchen und sie wird mit uns fahren, okay? Kostja, hast du mich verstanden? Wir sind keine Freunde mehr. Hä?
Mann, wie du meinst. Also Mädels, ziehen wir unsere Kleider an und gehen zum Wettbewerb. Apropos, gehen wir heute ins Zombiehaus? Na klar, die Jungs warten dort auf uns. Wir wollten eigentlich heute Morgen zu ihnen gehen, aber wir haben verschlafen. Ach, wieder dieses Zombie-Gerede. Oh Mann. Mary, hast du noch nie jemanden geliebt? Also Mädchen, lass uns entscheiden, welche Kleider wir tragen wollen. Ich zieh das rosa Kleid an. Noppa, ist das okay? Sicher. Mädchen, die Hauptsache ist, dass es eine Klimaanlage gibt. Denn wenn nicht, wird der Schweiß unser Make-up ruinieren. Und wir werden nicht nur verlieren, sondern wir werden auch auffliegen. Leute, schenkt mir eine kalte Limonade ein. Der Malk, hier findet ein Schönheitswettbewerb statt. Und jeder wird das schönste Mädchen wählen. Ja, heute gibt's einen Wettbewerb. Siehst du, Pizza, ich hab's dir doch gesagt. Warum wolltest du nicht mitmachen? Aber wer wird arbeiten? Pizza, gib mir meine Limonade. Eis, Pizza, schneller, gib mir eine Bald kalte Limonade. Beginnt der Wettbewerb. Übrigens, ich nehme am Wettbewerb teil. Aber ich werde nicht für dich stimmen. Geht mal aus dem Weg hier. Wir wollen Orangensaft. Und wir Limonade. Erdbeerlimonade. Leute, für wen soll ich stimmen? Die dir halt am besten gefällt. Leute, macht meine Bestellung zuerst. Ich stecke im Kostüm und es ist echt heiß. Okay, Maskottchen. Können wir zum Wettbewerb gehen? Klar, Pizza, jeder kann hingehen. Immer mit der Ruhe, wir haben genug Zeit. Ich fühle, dass es heiß sein wird. Leute, Leute, stimmt für mich. Ich möchte so gerne gewinnen. Leute, tut das bitte auf jeden Fall nicht. Bros, was soll der Unsinn? Also Mädels, holen wir uns den Sieg. Ja, aber beeilt euch. Wir haben nicht genug Zeit. Ja, ich schätze, Zack ist jetzt wütend auf mich. Erstmal gewinnen wir den Wettbewerb. Und dann denkt über eure Jungs nach. Ich bin bereit. Los geht's. Los geht's. Ich werde an keinem Wettbewerb mehr teilnehmen, wenn ich diesen Wettbewerb nicht gewinnen werde. Wir werden gewinnen, Blondie. Wir sollten über wichtige Dinge nachdenken. Blondie, du wirst gewinnen. Blondie, du wirst gewinnen. Blondie, komm schon, der Wettbewerb beginnt. Also Leute, hallo zusammen. Willkommen zum Miss Landhaus Schönheitswettbewerb. Heute wählen wir das schönste Mädchen des Landhauses. Also Jungs, wählt gut aus, Jungs, denn es gibt viele Schönheiten. Aber nur eine wird gewinnen. Ich würde für Salina stimmen, wenn sie hier wäre. Kostja, du machst mir Angst. Footballer, Ruhe, der Wettbewerb hat begonnen. Aber wer nimmt daran teil? Ja, das wollen wir vorher wissen. Oder sollen wir lieber gehen? Zwei Teams der Cheerleader nehmen teil. Die Frogs und die Bunnies. Heißt sie willkommen. Und Julie macht auch mit. Sie ist keine Cheerleaderin, sondern einfach ein hübsches Mädchen. Also gut, Leute, als erstes sind die Frogs Cheerleader dran. Auf geht's mit Schwung. Wunderschöne Frosch-Cheerleader. Viel Glück. Wie hast du uns aufgerufen? Cheerleader-Frösche. Aber du solltest sagen wunderschöne Frosch-Cheerleader. Wunderschöne Frosch-Cheerleader. Wie sollen wir es bis zum Ende des Wettbewerbs aufrechterhalten? Ist mein Make-up verlaufen? Nein, noch nicht. Aber wie sollen wir es bis zum Ende des Wettbewerbs aufrechterhalten? Was machen wir jetzt? Mann! Mädels, ihr steckt ganz schön in der Klemme. Mädels, da ihr so besorgt seid und euch Sorgen um das Make-up macht, lasst mich den Anfang machen. Sicher! Und unsere nächsten Kandidaten sind die... Bunny Cheerleader! Hallo zusammen! Hallo, hallo! Ich habe immer gedacht, ihr Name ist Julie. Lacht nicht, okay? Das ist meine Freundin. Julie, du solltest nach den Bunnies kommen. Leila, sie hatten einige Probleme mit ihrem Make-up. Leute, stimmt für mich. Ich will das schönste Mädchen im Landhaus sein, bitte. Das wird nicht funktionieren. Unsere nächsten Kandidaten sind also die Bunny Cheerleader. Hallo zusammen, das ist so cool, aber warum gibt es keine Klimaanlage? Deshalb können wir hier nicht mitmachen. Okay, Leute, alle Kandidaten sind da. Und ich möchte sagen, dass die Gewinnerin einen Preis erhält. Es ist eine Krone in Form eines Rings. Schaut mal. Und sie wird außerdem $1000 bekommen. Wow, wir wollen $1000. Wir werden uns neue Kleider kaufen. Wählt mich, mich, bitte. Hört zu, stellt uns eure Fragen. Wir wollen so schnell wie möglich wieder gehen. Verdammt, Mädels. Ich spüre, wie die Foundation von mir abtropft. Also Mädels, zeigt uns, wie schlau ihr seid. Also Kandidatinnen, die erste Frage. Wo herrscht die größte Wasserknappheit auf unserem Planeten? In Afrika. Genau. Verdammt, wir haben gerade den Namen vergessen. Nächste Frage. Frösche, beruhigt euch. Kann auch das Publikum Fragen stellen? Cheerleader Bunnies, kommt ihr zurück zu den Basketballern? Wir geben diese Frage weiter. Das ist eine dumme Frage. Also Mädchen, die nächste Frage. Die Währung welches Landes ist der Yuan? China. Das ist doch alles ein abgekatertes Spiel. Haben Sie etwa die Antworten? Blondie, niemand kennt die Antworten. Denkt besser nach, Frösche. Denkt nach. Bunnies sind die Besten.
Also, die nächste Frage. Frösche Kopf hoch oder wollt ihr wieder verlieren, ha? Versammelt euch, versammelt euch. Wir sind alle hier. Also, die nächste Frage. Oh mein Gott, ich spüre, wie mein Make-up immer weiterläuft. Mädchen, wir sollten gehen. Also, Mädchen, wie nennt man diejenigen, die weiße Augenbrauen, weißes Haar, weiße Wimpern und weiße Haut haben? Ah, es geht um mich. Deine Augenbrauen sind braun. Mädels, haben sie uns erwischt? Nein, Albinos. Also, Leute, wir sind auf der Suche nach dem Gewinner. 3 richtige Antworten auf 3 komplizierte Fragen. Dann gewinnen wir? Habe ich das richtig verstanden? Diana, wir müssen gehen. Leute, ich weiß, dass die meisten von euch für uns stimmen werden, weil wir alle Fragen richtig beantwortet haben. Ja, und wir sind euch sehr dankbar dafür. Aber wir möchten unseren Sieg verschenken an Chili. Heiliger Strohsack, wie großzügig. Also Leute, 4 Kandidaten verlassen uns jetzt. Und unser Wettbewerb geht weiter. Also, die nächste Frage. Danke an alle. Tschüss. Tschüss, Bunnies. Also, die nächste Frage. Wie lautet der Name des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten? Mädchen! Ich weiß es. George Washington. Also, Leute, ihr seht, wer gewinnt. Chili ist eine Gewinnerin. Chili, ich bin bereit, mich zu versöhnen. Der normale Lauf der Dinge. Herzlichen Glückwunsch, Chili. Danke, Ratten. Mädels, ich muss sofort mein Gesicht waschen. Mein Make-up ist verlaufen. Lass uns schnell zum Zombiehaus gehen. Mädchen, wir haben gerade unseren Sieg verschenkt. Wir hatten keine Chance, Mary. Mädels! Was ist los, Basketballer? Ich will mein Gesicht waschen. Mir ist wirklich heiß. Wir können jetzt nicht reden. Verdammt, Basketballer, ihr seid nicht rechtzeitig gekommen. Warum habt ihr den Wettbewerb verlassen? Wir wollten für euch stimmen. Ja, ihr hättet bestimmt gewonnen oder so. Mädels, ihr seid echt seltsam. Ihr verbergt irgendwas vor uns. Wir nicht, aber ihr seid seltsam, Jungs. Die Mädchen brauchen einfach keine Krone. Sie haben sie schon 1 Million Mal erhalten. Ja, Julie soll glücklich sein. Ja, Jungs, tut mir leid, aber wir müssen gehen. Und rennt uns nicht hinterher. Oh Mann, die wollen nicht mal mit uns reden. Die verbergen irgendwas. Wir gehen später mal zu ihnen und versuchen, mit ihnen zu reden. Also Leute, erzählt mir, was passiert ist, als ich nicht hier war. Sind die Mädchen hierher gekommen? Nein, die Mädchen sind nicht gekommen. Nein, nur die Footballer sind hierher gekommen. Und dann hat sich Salina verliebt. Was? In wen denn? In Kostja. Er ist so süß. So süß und pummelig. Salina, er will nur die Schlüssel zu seinem Auto. Er ist nicht an dir interessiert. Diese Cheerleader brauchen euch auch nicht. Wo sind sie? Wo sind sie? Sie sind nicht hier. Okay, Salina, beruhig dich. Lass die Footballer in Ruhe. Die sind wirklich nur wegen des Autos gekommen. Tut mir leid, Salina. Aber ihr, habt ihr eine Idee? Wo könnten unsere Bunny-Mädchen sein, hä? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich hoffe, sie werden herkommen. Das werden sie ganz sicher. Nassi hat gesagt, sie werden kommen. Dann wird's auch so sein. Okay, warten wir auf sie. Salina, ich habe alles gesagt. Ich behalte dich im Auge, okay? Keine Footballer. Ach, ich denke, wir werden morgen eine Runde drehen. Jungs, schaltet die Klimaanlage auf volle Stufe, bitte. Wir wären fast erwischt worden. Warum schreit ihr? Ein verliebtes Mädchen ärgert sich über alles. Warum seid ihr so angezogen? Wo wart ihr? Knopper, ich dachte, du würdest nicht herkommen. Wir sind doch da. Wir konnten nicht früher kommen. Wir waren noch im Landhaus. Bei einem Wettbewerb, den wir gewonnen haben und abgegeben haben. Verdammt, Jungs, könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben 1 Tonne Make-up auf uns. Und bei der Misswahl lief sie uns aus dem Gesicht. Oho. Ohne Foundation seid ihr eh cooler. Zack, was schlägst du vor? Im Landhaus mit blassem Gesicht und schwarzen Augenringen zu sein? Okay, ich bin ja schon ruhig. Nastja, du bist so schön und cool. Ich hätte für dich gestimmt. Eigentlich hätten wir fast gewonnen. Aber wir mussten wegen des Make-ups aufgeben. Oh, ich stecke in der Klemme. Mary, wenn wir uns küssen, dann bist du vielleicht wieder wie die Mädchen. Nein, Sue. Ich werde dich nicht küssen. Also, Jungs, wir werden unser Make-up auffrischen und wieder zum Landhaus gehen. Heute haben wir es schwer. Die Ratten haben uns heute Morgen fast erwischt. Ja, und dann hatten sie diesen Wettbewerb. Und unsere Salina hat sich verliebt. Was? In wen? Mit Kostja, dem Footballer. Er ist so süß. So süß und pummelig. Salina, er ist nichts für dich. Sie soll ihn lieben. Die Hauptsache ist, dass sie mich in Ruhe lässt. Also, Mädchen, wann kommt ihr denn zu uns zurück? Ich weiß es nicht. Weißt du, Sip, alles ist so kompliziert. Ja, unsere Eltern werden kommen, wenn wir hierher zurückkommen. Und dann werden sie alles erfahren. Leute, wir glauben, dass wir es nicht mehr verbergen können. Die Mädchen wollen ihr Gesicht wieder haben. Menschengesichter. Ihr wollt also die Basketballspieler küssen, oder? Ja, Sip. Aber wir werden uns mit euch verabreden. Und wir küssen uns nur auf die Wange. Cool. Alle guten Dinge haben mal ein Ende. Nastja, dann können wir uns auch im echten Leben treffen, denn ich bin ein Mensch. Wenn du ein Mensch bist, dann kannst du ja jetzt ins Landhaus ziehen. Also Leute, streitet euch nicht. Ihr müsst verstehen, dass wir nicht das Gesicht haben dürfen, das ihr habt. Wir haben Eltern und die werden das erfahren. Das werden sie nicht überleben. Aber für uns wäre es auch schlimm, wenn ihr uns verlasst, ja?
Wir haben uns so an euch gewöhnt. Hey, nicht weinerlich werden. Mädels, schminkt euch und lasst uns zum Landhaus gehen. Denn sie werden uns suchen. Jungs, regt euch bitte nicht auf. Alles wird wieder gut, okay? Und es wird gut sein, euch zu Menschen zu machen. Je früher, desto besser. Sip, sei nicht traurig. Wir kommen zurück, ganz ehrlich. Lasst uns gehen. Bis dann. Hört zu, Leute. Welches Kleid soll ich für meinen pummeligen Jungen anziehen? Blau oder rot? Am besten gehst du gar nicht hin. Es ist nicht gut, sich mit Menschen einzulassen. Verdammt, Mädchen. Die Jungs tun mir so leid. Mir auch. Ihr solltet nicht mit ihnen zusammen sein. Ihr habt ihre Herzen gebrochen. Nein. Ich liebe Zack immer noch. Und ich liebe Sip. Aber wir können so nicht weitermachen. Leute, schreibt uns in die Kommentare, was wir als nächstes tun sollten. Was? Wir wissen es nicht. Und liked und abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Mädels, lasst uns unser Make-up auffrischen und zurück ins Landhaus gehen.